Wildwuchs. Sehr schön. Besorgt das, was? Was machst du da? Keine Ahnung, ich hab mich gefreut. Das, was ist das? Au, wieso greifst du mich an? Zalixo-Extrakt von den irgendwas auch immer. Wir sollen irgendeinen Extrakt besorgen. Ich habe einen Hirsch getötet. Trefft Arlon und Pelam in der Nähe des Marbon-Markts. Also irgendwie. Ach so, das sind die beiden. Das sind die beiden Zwillinge. Ah. Erstmal hingehen und dann gucken. Hallo, seid ihr Arlon und Pelham? Die sind wir. Bezwinger von Gewürm, Dschungelpflanzen und Untoten aller Art zu euren Diensten. Wie können wir euch helfen? Eigentlich bin ich hier, um euch zu helfen. Die Erstgeborenen baten mich, euch zum Treffen mit den Heilig zu begleiten. Was? Sie trauen uns die Aufgabe nicht zu? Naja, je mehr, desto besser. Ihr könnt gerne mitmischen. Ihr kommt gerade rechtzeitig. Der Herr Zuppelstamm müsste jeden Augenblick hier sein. Wir sollen ganz freundlich sein und diese Vorräte gegen den Zalisco-Extrakt eintauschen. Das wird sicher lustig. Die Hylex sind faszinierend. Keine Sorge wegen der Formalitäten. Ich übernehme das Reden. Ich lerne gern neue Freunde kennen. Darin ist Pelham klasse. Ich bin mehr der Faust ins Gesicht-Typ. Erstaunlich, dass wir Zwillinge sind. Wir haben wirklich nichts gemein. Ich glaube, ich höre die Hylex durch den Wald kommen. Macht euch bereit, sie zu begrüßen! Ihr seht euch ja nicht mal richtig ähnlich. Na doch, bis auf die Frisur doch. Die Augen, alles falsch. Nee. Hat die genau die gleichen Augen, genau die gleiche, genau das gleiche Gesicht? Ich töte sie! Bevor sie überhaupt irgendwie reden können. Stirb! Nein! Ich guck meine anderen Fähigkeiten an. Hallo! Jetzt bin ich immer gespannt. Irgendwas passt hier nicht. Sprecherin Mahuti. Lasst euch beide mal ansehen. Erstaunlich. Wir wussten gar nicht, dass es bei eurem Volk auch Zwillinge gibt. Gibt es, Sprecherin. Mein Bruder und ich erwachten aus der gleichen Kapsel. Unser Traum wurde geteilt. Die Sonne strahlt für wahr hell auf euch. Ich habe den Zalisco-Extrakt für euren Erstgeborenen. Seid vorsichtig. Bis der Sirup in Tränke gemischt wird, ist er extrem giftig. Mein Bruder und ich bewachen ihn gut. Er wird in unserer Obhut bleiben, bis wir ihn Traherne selbst übergeben. Sonnenlose Schattenschlampe! Mahuti von den Hazupel, ihr wagt es, Geheimnisse der Hylex an Fremdlinge zu verkaufen? Der Denkgattelstamm wird das nicht zulassen. Um den Extrakt zu schützen, nehmen wir ihn an uns, auch mit Gewalt. Möge der Sonnengott eure Haut verbrennen, mieser Denkgarteldieb. Wir werden uns wehren. Wie können diese Denkgartel es wagen, unsere Verbündeten zu bedrohen? Macht eure Waffen bereit und greift an. Wir können sie verjagen. Nein, nicht angreifen. Scheinangriff. Wir können den anderen Stamm in die Irre führen und in dem Wirrwarr entkommen. Hier, folgt mir. Wartet ihr beide! Wir müssen die Hazupel bewachen! Rennt nicht weg, hey! Und tschüss. Nierende Kröte, euch lasse ich den Kehlsack platzen. Halt, Silvari, lasst uns nicht zurück. Die Denkgattel sind mehr als wir. Dornen, das ist eine Falle. Schnappt euch die Hazupelgüter. Angriff! Okay. So, erstmal bis später, Bianca. Und, ja, ups. Es sind einfach zu viele. Ey, Mada schon. Ach, nichts können die alleine, ey. Wirklich oh Gott. Nichts. Ich bin gefesselt. Nehmt dies. Oh, ich bin wieder frei. So, was haben wir denn hier? Ich habe hier einen Sonnengeist. Ich habe hier irgendein Siegel. Dornfall ist immer gut. Was machst denn du da? Ich probiere meine ganzen Fähigkeiten aus. Ja, ja, lass mich alleine battlen. Ist schon okay. Es ist ja nicht dein Nö, Auftrag. Ich habe doch mitgekämpft. Oh. Hihi, ist genau in meine Falle reingerannt. So, was habe ich hier noch? Aquavelle habe ich hier noch. Keine Ahnung, was das bringt. Boom. Den hätte ich woanders machen sollen.
Jetzt meine Kollegen hier wieder beleben. Ich bin ein Netter. Nicht so wie Reggie, die alle töten lässt, weil sie ihre Fähigkeiten ausprobieren will. Ja, sonst bist du derjenige, der über die Fähigkeiten ausprobieren muss. Ja, das mache ich aber nicht im Kampf. Da. Die schlägt mich ab, ist ja ekelhaft. Wie, ich bin gestorben. Wie schon, was? Ja, die sind stark. Ich fall die ganze Zeit um. Ich glaube, wir müssen sterben, wenn ich das so sehe. Dorngestrüpp, die Dengatel haben sich den Zalisco-Extrakt geholt, während wir kämpften. Das ist eure Schuld, Pelham. Meine Schuld? Wärt ihr zurückgeblieben, als ich sie wegführte, hätten wir den Extrakt noch. Ihr sie wegführen? Das war ein blöder Plan. Ich bin losgelaufen, um sie anzugreifen. Ihr hättet zurückbleiben sollen. Die Sonne hat sich von uns abgewendet. Ich hätte nie herkommen sollen. Ich hätte nie zustimmen sollen, euch den Zalisco-Extrakt zu geben. Es tut mir furchtbar leid, Sprecherin Mahuti. Wir holen den Extrakt zurück, bevor noch mehr schief geht. Ihr klingt, als würdet ihr das glauben. Ich wünschte, ich täte es. Die Dengatel werden den Saft zur Herstellung potenter Gifte verwenden. Ich muss zurück und meinem Häuptling berichten, was geschehen ist. Ich habe Heilekarawan beim Hanto-Handelsposten gesehen. Dort könnte jemand wissen, wo das Dorf der Dengatel ist. Gute Idee. Junkerin, treffen wir uns doch dort. Level up! Okay. Heldenpunkte-Spezialisierung, Eigenschaften. Yay! Wow. Siehst du, bist du doch gar nicht so weit hinterher. Wildwuchs abgeschlossen. Topaz-Herz. Ach, ein Ring. Ich bekomme meine Herzchen-Ring. Oh. Oh, wie süß. Und ein Lederbeutel und Taschen. Puh. Cool. Ich würde sagen, das sollte es gewesen sein, glaube ich. Oder? Was? Ja, ich glaube, das war's. Ich glaube, jetzt müssen wir aus der Instanz raus. Achso, ja. Klar. Düm, was ist das? Aber wo kann ich jetzt diesen komischen Quatsch machen? Welchen Quatsch? In Witch of 21, diese Spezialisierung. Wenn du ins Heldenmenü gehst. Achso, nee, habe ich noch gar nicht rausgefunden. Keine Ahnung. Ich habe es zwar vorgelesen, aber ich habe gar nicht verstanden. Also, das war das, was ich meinte. Ja. Also, ich habe schon gesehen, also. Vorbei, doch. Schießkunst, hier ist es doch. Wenn du im Heldenmenü bist und der zweite Punkt, Bild. Okay. Da hast du Schießkunst. Also, ich habe da Schießkunst. Und bei dir weiß ich nicht mehr, was da stand, was du machen sollst. Ich habe hier nichts. Wie, nichts? Waffenfähigkeit? Was? Nee, Waffenfähigkeit, dann ist da Slot-Fertigkeiten und dahinter ist Eigenschaften. Eigenschaften, ja, und jetzt? Da hast du hier die ganzen Traits, sozusagen, die ganzen Eigenschaften. Okay, und ich soll stärkende Flamme, erhaltet Kraft, während ihr auf Feuer abgestimmt seid. Erhaltet einen Feuerrauch. Achso, Feuer. Ja, mir wird gesagt, ich soll Feuer machen, aber ich bin ja eher so der Lufttyp. Ich mach gerne Luft. Ihr bewegt euch schneller, während ihr in der Luft da, okay. Trefft euer Ziel mit einem Blitzstrahl, wenn ihr euch auf Luft einstimmt. Kritische Treffer gegen einen Feind gewähren Wut. Ah. Wenn du darauf klickst, auf diesen Ding, also auf dieses Ding. Dann. Okay. Aber ich hab doch. Achso, Spezialisierung. Ah, jetzt jetzt genau, check ich stimmt. Das. Und jetzt kann ich die auswählen. Jetzt leuchtet die bei mir zum Beispiel auch. Schießkunst. Also wenn ich auf Luft mache, kann ich sehr, sehr schnell laufen. Soll ich? Keine Ahnung. Wieso nicht? So, Siegel. Ihr und euer Tiergefährte nehmt keinen Schaden durch Angriffe. Ihr und euer Tiergefährte seid noch immer anfällig für Zustände und Kontrolleffekte. Steinform. Also ich verstehe schon, warum ich Richtung Feuer gehen soll, weil erhaltet Kraft, während ihr auf Feuer abgestimmt seid, ist schon nicht schlecht. Aber ich... Ja, gut. Ich mag halt dieses... Ihr lauft schneller. Aber ich kann nur auf eine Spezialisierung gehen, das ist ja gemein. Ja...
Naja, die anderen kommen halt später, ne? Ja. Stufe 45. Jetzt sind wir hier Alpha-Fokus. Aber und wenn ich mit Stufe 45 ja die nächste Spezialisierung machen kann, kann ich da ja auch auf Feuer gehen. Jetzt würde ich es ganz cool finden, schnell zu laufen. Ne. Tja. Ja genau, ich habe hier so ein paar Sachen nämlich fertig gemacht. Die Fallen ist nämlich schon fertig bei mir komplett. Danach bin ich auf Siege gegangen, weil ich es interessant fand und Geisterausbildung. Also ich habe jetzt, ihr bewegt euch schneller, während ihr auf Luft abgestimmt seid. Gewährt Verbündeten Segen, denen ihr Auren gewährt. Das heißt, wenn ich Wut habe, kriegst du 20% Chance auf kritischen und Eile 33% Bewegungsgeschwindigkeit. So, dann eins mit der Luft. Erhaltet Supergeschwindigkeit, wenn ihr euch auf Luft einstimmt. Okay. Erhaltet Wildheit basierend auf eurer Präzision. Na gut, das ist jetzt, ich gehe ja nicht so wirklich auf Präzision. Aber ich glaube, dieses Einstimmen heißt, wenn ich direkt auf Luft gehe, das heißt, die ersten Sekunden, wenn ich auf Luft drücke, dann kriege ich wahrscheinlich die Spezialisierung, muss ich mal testen. Das kann sein, ja. Nö, okay. Aber gut, ich bin jetzt schneller. Aber wie die. Aber, warte mal. Ach so. Ja, nee, alles gut. Gut, wollen wir weitermachen? Oder bist du noch dabei? Ich würde sagen, wir schließen erstmal deine Questreihe ab, weil dann ist das alles ein bisschen zusammenhängender, als wenn wir das so zusammenpuzzeln. Ja, das stimmt schon. Das ist ein bisschen angenehmer. Am Anfang war das halt so, weil wir auch unterlevelt waren und. Ne? Also nicht unterlevelt, wir überlevelt. Waren in einem niedrigen Level und deswegen wollten wir leveln. Aber hier ist Holz, ich hole mir das Holz. Wo? Warte, wo? Ich weiß gar nicht, wo du überhaupt bist schon wieder. Ich bin immer noch hier. In der Instanz drin, oder was? Nein, ich bin, du läufst falsch. Guck auf die Karte unter dir. Wenn du den Weg nach rechts läufst. Ah. Irgendwo hingelaufen, random. Das ist mein Freund. Der ist so. Der läuft einfach los. Denkt sich so, YOLO. So. Achso, ich muss das da reintun. Ah. Luft. Genau. Ach ja, hi Xyrum. Wer muss schon Schaden machen, wenn er schnell weglaufen kann? Genau so sieht's aus. So, und wir müssen jetzt nach weiter oben. Guckst du auf die Karte? Ich bin das Feuer. Ja, ich guck auf die Karte. Ah, okay, dahin. Da, wenn du Alt drückst und dann die linke Maustaste, kannst du da einen Wegpunkt platzieren. Ja, nee, die nerven mich. Ja, aber die sind gut für mich. Ja. Du hast da oben immer noch eine Wegmarke. Ja, genau. Ja. So. Genau, und da, guck mal, und hier dann Wegmarke Keldon Freistadt. Kann man hinfliegen. Also sich hin teleportieren. Das finde ich ehrlich gesagt immer sehr, sehr angenehm. Ja, ich bin sowieso fast da. Ich laufe. Gucken, wie schnell er da ist. Keine Ahnung, ich weiß noch nicht, wie ich von hier aus jetzt laufen muss. Da irgendwie rum. Element Feuer, gehorche mir. Schneller, Uschi, schneller. Ups. Ich habe zwischendurch so ein Eber angegriffen. Nicht mit Absicht. Ja. Das hätte ich jetzt auch gesagt. Hey, ich bin sie Erster. Ich sehe dich. Hi. Nee. Ach, guck mal, ist eh schon wieder eine Instanz. Nein, ich bin gleich da, warte. Ich bin hier. Oh. Auf der Suche nach dem Zalisco. Das Zelt ist cool, das gefällt mir. Der muss schon Schaden machen, wenn er schnell weglaufen kann. Ganz genau so sehe ich das auch. Das ist aber auch so wirklich so sehr typisch Zero, ne? Was denn? So. Grüße und willkommen im Hantō-Handelsposten. Unser Handelsherr hier ist Schwung Goldschnabel. Wenn jemand weiß, wo man die Dengatel findet, dann er. Goldschnabel verrät es uns aber nicht. Er ist gierig und wahrt seine Geheimnisse sehr gut. Wir müssen einen Weg finden, ihn zum Reden zu bringen. Ich wette, ihr habt beide schon eine Idee, wie man das anstellen sollte, stimmt's? Mit Gold. Ich bevorzuge den einfachen, geraden Weg. Wir stellen direkte Fragen und wenn niemand antwortet, machen wir einen Aufstand.
Dann geben Sie uns Antworten, nur um uns loszuwerden. Unsere Suche dürfte erfolgreicher sein, wenn wir Nektar statt Dornen benutzen. Das sind Händler. Warum versuchen wir also nicht ein wenig zu handeln? Bevor ihr beide wilde Pläne schmiedet, lasst uns mit Schwung Goldschnabel reden. Fragen kostet nichts. Genau so. Ach Gott, ey. Kindererziehung hier, ey. Die Gelenke von dem knarzenden alten Ding sind ja völlig verrostet. Kieferngeißel zu verkaufen. Hallo. Kann Steine werfen. Ist mir eine Ehre, euch zu treffen. Erzählt uns, was ihr über die Dengartelheilig wisst, Goldschnabel. Bitte. Ihr hintenlosen Sprossen macht mir keine Angst. Ich habe euch nichts zu sagen. Geht mir aus dem Weg und verschwindet aus meinem Handelsposten. Ich mache legale Geschäfte. Ich würde gerne normal mit dir reden, hallo. Wie kann ich helfen? So, wenn ihr zu diesen beiden gehört, habe ich euch nichts zu sagen. Zieht Leine, Silvari. Könnt ihr mir mehr über die Dengartel-Heilig erzählen? Die Dengartel sind ein gefährlicher Stamm. Darum sollte ich sie in meinem Handelsposten dulden. Sie machen nur Ärger. Yay, Rabbi! Na? Jetzt Rabbi nie gesehen. Das erste Mal sehe ich einen Rabbi. ja, nee, ich schon, weil durch eine andere Streamerin. Ah. Von, weißt du, so WoW spielen und so. Ah. Ihr Geld stinkt nicht. Ihr könntet eigenen Profit durch sie machen. Jetzt passt mal auf, Gestrüpp. Viele Leute kommen und gehen hier. Sprecht mit den Händlern, ich habe zu arbeiten. Oh nö. Verkackt. Kann ich nicht hier noch? Es gibt leichtere Arten, sie zur Kooperation zu bewegen. Ja, und jetzt? Helft Alon, achso, beim Sammeln von Beweisen. Okay. Wer ist Alon? Der da. Wohl begegnet. Der Dengartelstamm hat unseren Zalisco-Extrakt gestohlen. Und wir wollen ihn zurück. Ihr seid das also, die ausgeraubt wurden? Habt davon gehört. So ein Pech. Sind sie nicht nett? Wo sind die Dengartel? Sagt mir einfach, was ich wissen will. Dann bin ich wieder weg. Raus hier, Ast, bevor euch jemand mit Kaminholz verwechselt und euch kurz mal nachlegt. Danke, Rabbi. Stimmt, du guckst beim ersten Mal zu. Helft mir, was anzuzünden. Was anzünden? Nein, ich will doch nichts. Aber, hallo? Brennen wir den ganzen Schuppen nieder. Ja. Ja gut, warum nicht, ne? Hallo? Also ich meine, alle die so... Zweigfresse! ich muss sagen, die Beleidigungen, die sie hier rauszuhauen, sind schon echt geil. Angriff! Oh, 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 oh. Bam, zack, hier, wusch! Ich mach euch alle fertig! Hier! Alles alleine! All me! Nur ich! Ja, weißt du warum? Weil ich immer noch diesen dummen Stock in der Hand hatte. Komm, ich begrüße mal den am Boden liegenden. Hallo. Sitzt. Ja, habe ich gemacht. Und jetzt? Kann ich mit ihr reden? Nö. Ich glaube, du musst mit. Ach, du musst mit der Kauffrau reden, ne? Ah, ich kann ja wirklich mit ihr reden. Guck mal. Gut, dass wir uns... So, jetzt. Meine Waren, bitte, bei der Sonne, hört auf. Ich handle mit gestohlenen Waren, ja. Aber meine Kunden bringen mich um, wenn ich etwas über einen Diebstahl verrate. Ihr seid nicht sehr hilfreich. Vielleicht würde es etwas nützen, den anderen Haufen Zeugs auch noch anzuzünden. Das reicht, Alon. Ich kümmere mich darum. Hört mir zu. Der Zalisco-Sirup ist gefährlich. Wenn wir ihn nicht finden, wird jemand verletzt. So ist es schön, Junkerin. Nein, ich meine Unschuldige werden verletzt, wenn die Dengartel den Zalisco-Extrakt benutzen. Wir müssen sie aufhalten, bevor das passiert. Na gut, ich sag's euch. Klar hatte ich von dem Raub gehört, aber ich wusste ja nicht, dass die Dengartel etwas Giftiges gestohlen hatten. Die Dengartel sind keine Planer. Sie sind nicht mal sehr helle. Wenn sie etwas Gefährliches gestohlen haben, dann nur, weil es ihnen jemand aufgetragen hat. Wahrscheinlich ein anderer Stamm. Ich weiß nicht, wer oder warum. Und jetzt hört bitte auf, meine Ware zu verbrennen.
Ich muss 26 Kinder durchfüttern. Oh Gott. Ihr habt das Richtige getan. Kommt, Alon, suchen wir Pelham. 26 Kinder. Holy, na gut, da war es halt ein Frosch. Ich meine, das sind 26, finde ich, sind da schon echt wenig. Ja, heute die Arme, Alter. Frischer Kiefernsaft, als Getränk für euch oder als Rostentferner für eure Klinge. So. Verzeiht, aber habt ihr heute den Gartel-Heilex im Handelsposten gesehen? Ich fürchte, da kann ich euch nicht helfen, kleines Plätzchen. Bitte geht. Wie sie alle Angst vor den haben. Ist alles in Ordnung? Ja, alles bestens. Kiefernsaft, frischer Kiefernsaft. Wenn ich rausfinde, welcher meiner Rivalen den Rostzauber gewirkt hat, ist er... So, ja, was möchtet ihr denn, kleine Silvari? Womit handelt ihr? Ich nutze unsere Alchemie, um Saft für Feiern und besondere Anlässe herzustellen. Er ist auch ein hervorragendes Schmiermittel. Okay. Faszinierend. Ich brauche gerade keinen, aber werde es weiter sagen, falls jemand fragt. Cool. Mir nicht? Ja. Hier, da. Hier die kleine. Was? Wo, wie, was? Ach, guck mal. Was ist sie denn für eine? Ach so, so ein komischer Gnom. Ja, hier ist auch noch einer, mit dem du reden kannst. Ach, beeilt euch, ich muss dieses... Was? Daumenlutschenden Ach ja, daumenlutschende Golems, sehr schön. Was ist denn mit eurem Golem nicht in Ordnung? Bei der Alchemie. Es will sich, verflixte Axt, nicht bewegen. Es ist seine Gelenke klemmen und ich hocke hier am Ende der Welt ohne Schmiermittel. Aha. Ja, wie schön, dass der da drüben welches hat. Der Highlight dort drüben hat ein Schmiermittel, das Wunder an eurem Golem bewundern könnte. Naja, ich bin wirklich soweit, alles zu versuchen. Bringt eure breitmäulige Freundin her, dann reden wir über das Geschäft. Ach, kann sie nicht einfach darüber gehen? Faul, keine Ahnung. Ja. Das ist ein langer Weg für ihre kleinen Beine. Kennst du doch. Ja gut, stimmt. Und auch doppelt so lange wie ich dafür. So, diese Asura fragt sich, ob euer Kiefernsaft etwas bei ihrem verrosteten Golem ausrichten kann. Er macht sich sehr gut, wenn man ihn auf Rost träufelt oder auf Apfelkuchen. Okay. Wieso nicht auch sowas auf Apfelkuchen machen? Wie seine Hände auf den Boden schleifen, das würde mich ja voll ankotzen. Na gut, schauen wir uns eure Tintur mal an. Ich probiere sie aber aus, bevor ich sie kaufe. Gut, benutzt nur wenig. Eine kleine Menge reicht zum Entrosten. Kieferngeist ist ein starkes Zeug. Ja, ja, ein Klecks hier, ein Klecks da und ein dicker, fetter Klecks, genau. Zielprofil erstellt. Oh, oh. Oh. Leite mordbedingte Gegenmaßnahmen. Ja, schön. Okay, wir zerstören ihn einfach gleich wieder. Sehr schön. Au! Kaputt. Dieses Lösemittel ist astromatisch. Ich kaufe euren gesamten Vorrat, Heilek. Ich zahle, was immer ihr verlangt. Das Doppelte, wenn ihr es niemand anderem verkauft. Ach, und tut mir leid, wegen diesem ganzen Golem versucht euch umzubringen, Kram. Ich habe vielleicht vergessen zu erwähnen, dass der Golem im Angriffsmodus war, als sich die Gelenke festfraßen. Beim roten Phosphor. Das Lösemittel hat nicht nur die Scharniere gelockert, sondern auch die Kampfreaktionszeit verbessert. Brillant! Silvari, ich stehe in eurer Schuld. Dieses Arrangement wird meine Familie viele Tage lang ernähren. Wie kann ich mich erkenntlich zeigen? Wir müssen wissen, wo wir den Dengartelstamm finden. Die haben uns etwas gestohlen, das wir wiederhaben wollen. Der Dengartelstamm ist sehr gefährlich. Gegen die wollt ihr nicht kämpfen. Doch. Ich fürchte, wir werden müssen. Aber ich verspreche, wir verraten nicht, dass ihr uns etwas gesagt habt. Ihr seid sicher. Na gut. Die Dengartel kommen nie in den Handelsposten. Goldschnabel trifft sie vor dem Lager. Er kauft ihnen Hehlerware ab, die er mit Gewinn verkauft. Das ist genau das, was wir wissen wollten. Vielen Dank, Händler. Okay. So, tretet Schwung Goldschnabel gegenüber. Ja, dann laufen wir mal wieder hoch, ne?
Wo waren die nochmal? Da. Hier. Na du, kleiner Pfeifenkopf. Es ist mir eine Ehre, euch zu treffen. Was? Achso. Also, Goldschnabel, wir wissen von den geheimen Geschäften mit den Dengatel. Und wir wissen auch, dass sie mit einem anderen Stamm zusammenarbeiten. Ich wette, ihr habt gesehen, wie dieser andere Stamm und die Dengatel am Treffpunkt etwas gehandelt haben. Unseren Zalisco-Extrakt. Na und? Die Stämme der Hylek können doch tun, was sie wollen. Ich bin nicht ihr Häuptling. Nein, ihr seid ihr Strohmann. Die Dengatel mögen keine anderen Völker. Sie haben ein starkes Toxin und wenn sie es anwenden, dann bestimmt nicht gegen Hylek. Was wollt ihr damit sagen? Dass ich in Gefahr bin? Dass wir alle in Gefahr sind. Versteht bitte, wir wollen nur den Zalisco-Extrakt zurückholen. Erzählt uns, was ihr wisst und wir zeigen euch nicht wegen Hehlerei an. Na gut. Ihr seid harte Verhandlungspartner, Silvari. Ja, die Dengatel verkaufen mir Hehlerware. Aber als sie mir eine der Kisten partout nicht überlassen wollten, habe ich mich versteckt und sie beobachtet. Ich wollte wissen, wer mich da ausgestochen hatte. Aber alles, was ich sah, war ein Haufen Frösche, der über ein Auge der Sonne quatschte. Ich weiß noch nicht mal, ob die einen Handel geschlossen haben. Ich verrate euch, wo das Dorf der Dengatel ist, aber das war's dann auch. Dann bin ich raus aus der Geschichte, verstanden? Dass die alle so einen Schiss haben. Das sind billige Frösche, weißt du? Dann machst du ja. Machst es ein bisschen wärmer und sie trocknen aus. Ja, eben. So. Ach du Scheiße. Entscheidungen treffen. Jetzt bin ich immer gespannt. Habt ihr den Kram des armen Händlers angezündet? Nein. Ein Schurke. Was soll's? Er hat geredet, niemand wurde verletzt. Habt ihr veranlasst, Kiefernsaft als Lösemittel zu verwenden? Habe ich. Hat prima geklappt. Bis auf die Prügel, die euch der Golem verabreicht hat. Ihr habt so viel Hirn wie verwelkter Farn, Arlon. Los, zurück zum Hain. Wir müssen Tahern mitteilen, was wir entdeckt haben. Die sind so blöd, ey. Ist doch so. Okay, dann lass uns mal raus. Der Inhaber der Instanz ist gegangen und ihr werdet zu Caldeumwald zurückgeschickt. Okay. Hat mich gar nicht mitgenommen. So ein Gekrakel mit den Dengatel. So, wie viel Zeit haben wir jetzt? Lohnt es sich noch eine neue anzufangen? Gezuppel. Was? Lohnt es sich noch eine neue Quest anzufangen? Nein. Nicht wirklich. Also, leider nein. Weil Guild Wars 2 ist ja immer nicht so lange bei uns. Ach ja. Irgendwann, ich weiß nicht, keine Ahnung, wir sollten das irgendwann auch mal wieder länger streamen. Das können wir machen. Eine Stunde reicht nicht aus. So. Aber ich muss das halt jetzt schneiden, weil die Folge für heute ist. Deswegen bin ich so am Drängeln. Sonst wäre es mir ja egal. Nein, alles gut. Gut, wir werden uns noch ein bisschen Gedanken drüber machen, was wir vielleicht, wie wir es vielleicht schaffen, Guild Wars 2 tatsächlich sogar wirklich öfter zu spielen. Mal gucken. Ich finde das Spiel nämlich ziemlich cool und will endlich mal vorankommen. Ich bedanke mich bei euch natürlich wieder mal fürs Zuschauen, fürs Dabeisein und so weiter und würde sagen, wir sehen uns für Guild Wars 2 in der nächsten Woche und für Ark dann morgen. Und bis dann. Tschüss. Ciao.